Ey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool, ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Neues Live-Tuning ist hier am Start von diesem freshen Flugzeug da hinten, die P45 Nokota. Hört sich irgendwie japanisch an, ist es aber nicht. Hier in dem Video geht es darum, ich zeige euch wieder diese ganzen Real-Life-Anspielungen, Hintergrund, Infos, Vor- und Nachteile und letztendlich schauen wir mal, ob das Ding sich wirklich lohnt für diesen fetten Preis, ob das Ding vielleicht sogar das beste Einpropeller-Flugzeug für Dogfights, also Luftkämpfe ist. Wir gucken jetzt erstmal, wo können wir das kaufen. Bei Warstock Cash and Carry wurde das am Dienstag hinzugefügt. Für fette 1.995.000 GTA-Dollar ist somit das teuerste Einpropeller-Flugzeug in GTA Online. Danach kommen nämlich erstmal noch die Rogue für 1.200.000. Also ich gehe jetzt von diesem Rabattpreis aus. Und danach wird es erstmal billiger. Jo Leute, kommen wir mal zu den Real-Life-Anspielungen. Also welche Flugzeuge aus dem echten Leben stecken denn hier in der P45 Nokota? Wenn wir uns mal den Body angucken, die Tragflächen und das Cockpit, also das gesamte Design halt, dann können wir feststellen, dass sich hier Rockstar Games ganz, ganz stark von der P51 Mustang oder halt Mustang, für alle, die kein Englisch können, inspirieren lassen hat. Die P51 Mustang war damals im Zweiten Weltkrieg, also nach 1942, ein Flugzeug, was damals von den Amerikanern eingesetzt wurde und natürlich auch von der Royal Air Force, also den Briten. Also wieder ein Zweiter Weltkrieg Flugzeug, genauso wie da hinten die Starling oder hinten auch die grüne Pyro. Ja, also ein richtig geiler Klassiker, kann man sagen. Die Nase ist, würde ich sagen, inspiriert von der Yakulev Yak 3 und wenn wir gleich mal ins Live-Tuning reingucken, können wir feststellen, dass hier auch noch ein paar coole Designs drin sind, nämlich von der Royal Air Force, also von den Briten und von der US Army Air Force. Motor ist hier ein V12 Motor und ist damit fast genauso schnell wie da drüben die Rogue, aber eben nicht ganz. Die ist halt ein bisschen langsamer noch als die Rogue, aber dafür extrem wendig, genauso wendig wie das Mallard Kunstflugzeug. Wenn wir uns mal anschauen, hier die Bauweise, hier die P45 Nokota da drüben mit der Rogue, dann sehen wir, dass die schon ein bisschen kleiner gebaut ist und von daher auch wendiger, hat natürlich auch weniger Gewicht. Was die Bewaffnung angeht, hat die Nokota 6 Maschinengewehre insgesamt, an jeder Tragfläche 3 Stück. 50 Kaliber, glaube ich, das heißt, ihr habt damit eine Menge Feuerpower in Luftgefechten, also könnt richtig viel Schaden pro Sekunde verursachen. Wir haben noch beim Tuning Raketen zur Auswahl, aber da schauen wir jetzt gleich mal rein, mal eben kurz reinspringen, Haube vorziehen und wir gucken mal kurz ins Cockpit rein. Was ich gleich gesehen habe, was mir aufgefallen ist, das ist so ein richtig schönes Retro-Cockpit, was nicht nur so Copy und Paste ist, also hat Rockstar Games sich mal ein bisschen mehr Mühe gegeben, wie zum Beispiel auch bei der Molotov. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen. So, Live-Tuning ist am Start, Panzerung, beste Gegenmaßnahmen. Wir haben Täuschkörper, natürlich beste Zusatztanks. Kann mir mal verraten, wozu die eigentlich gut sein sollen, weil hier steht eigentlich nur, wenn man hier schaut, verbessere das Aussehen deines Flugzeugs mit Zusatztanks, aber ich weiß nicht. Ich meine, es sieht halt ein bisschen krasser aus, ein bisschen massiver alles. Aber haben die einen praktischen Nutzen? Ich glaube eigentlich nicht. Wozu soll man sich Zusatztanks drauf machen? Bitte erklärt mir das mal jemand. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Motor, EMS, ach, hatte ich schon. Okay, ich hatte schon mal ein bisschen was rumgespielt. Steuerung, Rennsteuerung, natürlich beste. Ja, mache ich immer Rennsteuerung, weil das Ding dann einfach agiler ist. Vielleicht ein bisschen schwieriger zu steuern, ein bisschen schwieriger unter Kontrolle zu behalten. Aber okay, dafür halt agiler. Jetzt kommen wir mal zu den Designs. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir haben ja mehrere zur Auswahl. Einmal Royal Air Force, also die Briten, und einmal US Army Air Force, die Amerikaner. Könnt ihr erkennen hier, God Save the King und getarnt, das sind die Briten. God Save the King, God Save the Queen, ihr wisst Bescheid. Und da hinten an diesem Kreis könnt ihr es erkennen, also diesen blau-weiß-roten Kreis. Und übrigens, wir haben hier auch solche Invasionsstreifen dran. Die wurden damals im Zweiten Weltkrieg draufgemalt auf die Flugzeuge, also diese schwarz-weißen Streifen. Dass die Alliierten gesehen haben, okay, das sind freundliche Flugzeuge und das sind die Flugzeuge, die Deutschland von den Nazis befreien. Ja. Das sind ja die Briten, will ich aber nicht nehmen. Ich glaube, ich will eins von den Amerikanern nehmen, weil daher kommt es ja auch, ist ja aus Original amerikanisch. Haifisch haben wir einmal, Amos Pfeil, Hangarkrieger, was? Schachspecht, okay. Dirty Gertie, was? Heißer Flieger, okay, mit so einer Frau da drauf. Schrapnellmagnet, dieses Pin-Up-Girl da. Wüstenratte, für Wüsteneinsätze, auch ziemlich fresh. Aber ich werde jetzt das hier nehmen, Haifisch, weil es sieht einfach am coolsten aus. Da haben wir vorne dieses Haifischmaul mit dem Auge und hinten nochmal US Army Air Force Logo hinten dran. Sieht, finde ich, am originalsten und coolsten aus. Weiß nicht, gefällt mir einfach am besten, nehme ich. Dann haben wir Lackierung, Primärfarbe und hier werde ich irgendwas nehmen, was zumindest so in Richtung vom Original geht, also irgendein Metall. Das war ja so irgendwie Alu-mäßig. Also nicht Chrom, sondern der Alu. Wir haben ja nämlich gebürstetes Aluminium, kann man jetzt nicht so gut erkennen. Unten, da verändert sich hier der Unterbereich. Das nehme ich, gebürstetes Aluminium. Ich glaube, das geht so in die Richtung.
Perleffekt nämlich nicht. Nö, das ist zu übertrieben, glaube ich, für so ein Zweiter Weltkriegsflugzeug. Bei Sekundär, wir gucken mal eben, was sich so verändert. Ah, hier, guck mal, die Flügelspitzen verändern sich. Kann man jetzt nicht so richtig sehen. Schaut mal, die Flügelspitzen. Ich glaube, die waren beim Original schwarz gewesen. Also bei der PN50 Mustang. Oder Mustang. Und von daher nehme ich, glaube ich, ein Metallic und ganz normal schwarz, würde ich sagen. So, haben wir schwarz. Hier oben, schwarz. Okay, was können wir noch tun? Wir haben Verkaufen und Waffen. Waffen, jetzt wird es interessant. Primärwaffen, wir haben Keinraketen und Lenkraketen für 185.250 GTA-Dollar. Hier, links und rechts, diese zwei Stäbe, die so aussehen wie diese Teile, die man zu Silvester zünden kann. Ihr wisst schon, diese bengalischen Fackeln, wie die heißen, keine Ahnung, Alter. Lenkraketen sind am Start und das ist auch ein sehr, sehr cooles Feature von dem Teil. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir gucken uns jetzt erstmal die die P45 Nokota von draußen an. Raus aus dem Hangar, in die Morgensonne, unsere P45 Nokota nach vollem Tuning, Leistungs- und optischem Tuning. Das Ding sieht einfach mal extrem fresh aus. Ich finde schon mal der schönste Einpropeller-Klassiker in GTA Online. Geiles Teil. Bevor es jetzt zu den ganzen Vor- und Nachteilen geht, ob jetzt wirklich die Nokota das beste Einpropeller-Flugzeug für Luftkämpfe, also Dogfights ist, ich werde es ja mit der Rogue noch vergleichen, das einzige relevante Flugzeug da in dem Bereich, gibt es erstmal ein bisschen unnützes Wissen auf euren Nacken. Die Nokota habt ihr euch vielleicht schon gefragt, was soll das überhaupt bedeuten? Das klingt so japanisch, habe ich ja gesagt. Heißt eigentlich, ist es eigentlich eine Anspielung an ein US-amerikanisches Wildpferd. Genauso wie zum Beispiel auch der Mustang oder halt Mustang ein US-amerikanisches Wildpferd ist und von daher auch direkte Anspielung an die P51 Mustang. Logisch, ne? P im Namen, ihr könnt es unten lesen, P45 bedeutet so viel wie Pursuit, wurde damals für die Zweite Weltkriegsflugzeuge verwendet, um 1940er Jahren, als Bezeichnung für die ganzen Kampfflugzeuge. Erst später kam dann die Bezeichnung F, also F-16, F-15 und so weiter für Kampfflugzeuge. Die MGs sollen eigentlich Kaliber 50 sein, hören sich aber so an wie ganz normale MGs von zum Beispiel so Autos, zum Beispiel beim Runa oder so. Pass mal auf. Ganz normaler Standard-MG-Sound halt. Und was ich auch sehr cool fand, das Ding gab es ja schon mal in GTA San Andreas, nämlich da war das die Rustler. Und das war damals auch in GTA San Andreas eine Anspielung an die P51 Mustang. Also hat somit Rockstar Games den Rustler oder die Rustler, wie auch immer, aus GTA San Andreas wieder zurückgebracht nach GTA Online. Wir haben einen kleinen Fehler drin und den hat Rockstar Games praktisch bei allen Smugglers Run Flugzeugen gemacht. Wenn ihr das Ding dreht, ja, ihr seht ja, das dreht praktisch mit den Vorderrädern. Eigentlich ist es ja so, dass das Hinterrad dafür sorgt, dass das Flugzeug in diese Richtung gedreht wird, wo es denn hin soll. Keine Ahnung, warum das Rockstar Games so gemacht hat. Jetzt kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen von der P45 Nokota. Wir versuchen mal abzuheben und gucken, wie schnell das geht. Es geht verdammt schnell, es ist richtig krass. Also auf jeden Fall schon mal schneller, als wenn wir mit der Rogue abheben. Das Ding ist sehr, sehr schwerfällig, weil es halt logischerweise auch schwerer ist. Es hat eine schwere Bewaffnung. Ja, noch ein Vorteil von der Nokota, das Ding ist super wendig. Ihr könnt damit richtig enge Kreise ziehen, richtig krasse, schnelle Flugmanöver machen. Und damit ist das Ding auch super geeignet für Luftkämpfe und noch wendiger als die Rogue. Da noch ein sehr, sehr großer Vorteil. Also was jetzt die Einpropellerflugzeuge angeht, wenn wir mal die Raketen uns reinnehmen, die haben wir einmal gelenkte und einmal ungelenkte. Das Ding kann praktisch Dauerfeuer mit Raketen machen. Die Rogue im Vergleich, das muss erstmal nachladen. Also wenn ihr da zwei Raketen abgefeuert habt, dann ist kurz Pause und erst dann geht es wieder weiter. Hier Dauerfeuer ohne Ende. Ein sehr, sehr großer Vorteil. Also ich würde sagen, mit der größte überhaupt. Dann gucken wir uns nochmal die Landung an, wie das landet. Und da können wir dann feststellen, dass... Das werden wir gleich sehen. Dass das Ding extrem easy zu landen ist. Ihr seid sofort auf dem Boden. Bei der Rogue ist es auch relativ einfach. Also versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt die Rogue nicht schlecht reden. Aber die ist dann noch ein bisschen unstabiler. Ist klar, ist halt ein bisschen größer, ein bisschen mächtiger. Das Ding ist halt kleiner, hat weniger Gewicht. Von daher könnt ihr damit auch leichter landen. Und jetzt mal zu den Nachteilen von der Nokota. Das Ding hat nur einen Sitz, also euer Kumpel muss leider draußen bleiben. Dann ist auch leider keine Sekundärwaffe auswählbar. Also könnt ihr zum Beispiel die Maschinengewehre könnt ihr nicht upgraden. Bei der Rogue ist ja noch dieses Feature, dass ihr da noch so Sprengmunition draufpacken könnt. Dann könnt ihr auch leider keine Bomben draufpacken, was ja beim Original eigentlich so war. Also bei der PN50 Mustang hat, glaube ich, zwei Bomben noch so an den Flügeln, da wo diese Zusatztanks hier dran sind. Und dann ist die halt auch noch recht teuer. Also 800.000 circa, also rund 800.000 GTA-Dollar teurer als die Rogue.
Noch ein kleiner Nachteil von der Nokota, aber nicht unbedingt relevant für Luftkämpfe, ist jetzt, dass sie in der Endgeschwindigkeit ein bisschen langsamer ist als die Rogue. Ich habe mal das so ausgetestet, bin mal die Landebahn da abgeflogen, vom Anfang bis zum Ende. Habe festgestellt, dass ich da hinten mit der Pyro, bin ich in 13 Sekunden über die Landebahn geflogen, dann mit der Rogue in 14 Sekunden und mit der Nokota in 15 Sekunden. Aber wie gesagt, für Luftkämpfe ist das jetzt nicht wirklich relevant, weil da zählt ja die Wendigkeit und die Feuerpower. Und warum habe ich jetzt eigentlich die Nokota mit der Rogue verglichen und nicht mit irgendwelchen anderen Einpropellerflugzeugen? Ganz einfach, weil die Rogue das einzige Flugzeug oder das einzige Einpropellerflugzeug ist, was halt diese fette Bewaffnung ist. Hier diese ganzen anderen, zum Beispiel dann Seabreeze, Howard und Alpha Z1, diese beiden hier, die haben ja schon mal gar keine Bewaffnung. Und die Seabreeze hat nur diese popligen Maschinengewehre. Deswegen halt dieser Vergleich zwischen den beiden. Ja, und ist jetzt wirklich die Nokota das beste Einpropellerflugzeug für Dogfights, also für Luftkämpfe? Ich würde sagen, ja, weil die größten Vorteile von der Nokota sind wirklich diese krasse Wendigkeit, wo es wirklich bei Luftkämpfen drauf ankommt. Und natürlich diese heftige Feuerpower, weil ihr könnt einfach unendlich Raketen ballern, ohne nachzuladen. Ja? Das kann die Rogue nicht. Also ich glaube, meine Meinung, ihr seid damit etwas besser bei Luftkämpfen als mit der Rogue und von daher eignet sie sich einfach dafür besser hier, die Nokota. Bestes Einpropellerflugzeug für Luftkämpfe, meine Meinung. Ihr könnt mal gerne eure Meinung dazu in die Comments hauen, ob ihr das vielleicht anders seht, ob ihr das vielleicht genauso seht. Und ja, schreibt mir einfach eure Meinung. So Leute, das war's ja schon wieder mit dem Video P45 Nokota Live-Tuning und Test und allen Vor- und Nachteilen, was so dazugehört. Vielleicht seid ihr jetzt ja ein bisschen schlauer, ob ihr euch das Ding holen wollt oder nicht. Und für alle, die noch ein bisschen Geld oder halt ganz viel Geld in GTA Online brauchen, die können mal gerne den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Da habe ich wieder das Modder-Team Extreme Modding verlinkt. So, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus.